Feines. Das muss ein Gourmet sein, Leute. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Gunnars Kochshow. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Wichtig, Spitzer, wir werden euch nicht enttäuschen, denn heute gibt es Original Marzana Spaghetti. Oh. Ja, aber Spaghetti. Gibt's Spaghetti aus. Nee, gibt's aber nicht aus der Dose, oder? Nee, Spaghetti gibt's nicht aus der Dose. Schade, schade. Er gibt's bestimmt irgendwo, aber das wird er nicht machen. Ja, hallo liebe Freunde, schön, dass ihr alle wieder da seid bei Gunnars Kochshow. Ah, der macht Miraculi, oh, das ist wirklich lecker. Junge, bei dem verändert sich nichts, es sieht einfach immer scheiße bei ihm aus. Es gab noch keinen, also wirklich, es gab noch keinen Tag bei ihm in der Küche, wo es mal gut aussah, geordnet aussah. Es ist immer noch, das Maggi steht immer noch hier. Sein Nutella-Glas steht immer noch hier. Also wirklich, wir haben hier durchgängig einfach eine sehr ekelhafte Küche. Und ich bin gespannt, wann, also ob er das noch zu seinen Lebzeiten hinbekommt, das mal richtig aufzuräumen. Am Freitagmittag, heute gibt es den Klassiker. Heute gibt es Spaghetti nach Art Miraculi. Dazu haben wir Wasser aufgesetzt. Den Topf mit dem kochenden Wasser nehmen wir schon mal vom Herd runter. Stellen wir dann auf unser Brettchen, was wir vorbereitet haben, weil sonst schmilzt das Plastik. Und dann öffnen wir mal die Packung. Das ist eine Komplettpackung für Spaghetti, wo alles dabei ist, was wir brauchen. Als erstes nehmen wir die Nudeln raus, also die Spaghetti. Bitte nicht brechen. Bitte nicht. Bitte nicht die Spaghetti brechen jetzt, Gunnar. Holen die hier aus dieser Schutzfolie, damit die halt geschützt sind. Dann nehmen wir die Portionen, die wir essen wollen. Und ihr wisst ja, das passt nicht in den Topf. Das hat man schon gehabt. Er ist so krank. Das ist ein psychisch Kranker in meinen Augen. Das ist wirklich... Also, das ist unterste Schublade. Das, was er jetzt macht, ist unterste... Ich will gar nicht weiterschauen. Eigentlich will ich jetzt skippen, ja? Ey, der kann doch nicht schon wieder die Spaghetti brechen. Das geht nicht, wirklich. Also kannst du nicht... Spaghetti, sie hat nicht gebrochen. Was ist denn los? Darum Nein. gibt's da die Marzana-Lösung. Und wenn die Spaghetti in dem Topf sind, dann stellen wir natürlich den Topf wieder auf die Herdplatte. Wieso? Was habe ich getan? Minuten lang kochen. Was habe ich getan? Und in der Zwischenzeit gucken wir mal, was noch so alles in der Tüte drin ist. Und da finden wir noch zwei Päckchen. Einmal Päckchen Nummer 3 und Päckchen Nummer 2. Das ist schon mal gut. Alles komplett. Also ich finde, das, was wir uns hier angucken, ist wieder eine Schande. Wirklich, nach nicht mal 2 Minuten hat er schon wieder den größten Fehler seines Lebens gemacht. Hoffentlich tropft er nachher wieder schön das ganze Zeug ab. Päckchen Nummer 2 ist ein spezielles Tomatenmark. Und dieses spezielle Tomatenmark versuchen wir mal aufzukriegen. Das ist gar nicht so leicht. Vorsichtig mit dem scharfen Messer. Nicht, dass ihr euch in die Finger schneidet, liebe Freunde. Schneiden wir das Ganze nämlich auf. Nehmen dann unseren zweiten Topf. Stellen unseren zweiten Topf hier hin. Und füllen dann, Moment, das Spaghetti. Oh, das kocht direkt über. Oh, jetzt ist er überfordert. Jetzt muss er erstmal diese Gesamtsituation analysieren. Problemlösestrategien finden, ja, wie könnte man jetzt was am besten regeln? Das ist schon krass. Kocht über, das passiert auch schon mal. So, jetzt können wir hier weitermachen mit der Soße. Also unser Tomatenmark geben wir in diesen Topf rein. Dazu drücken wir dieses Plastik, ja, Döschen ist es nicht, Plastikfolie hier richtig aus, damit wir alles benutzen und nichts zurücklassen. So, wenn das Tomatenmark alles drin ist, müssen wir 180 Milliliter Wasser hinzugeben. Das ist natürlich immer schwierig, 180 Milliliter Wasser. Das ist schwierig. Junge, da musst du sogar selber lachen. Ich glaube, der hat erstmal einen Lachkrampf bekommen, deswegen gibt es hier einen Cut. Junge, guckt euch das mit an, wie er es macht. Das ist natürlich immer schwierig, 180. Wie er sich erst die Finger so abreibt und dann die Stirn abreibt und lachen muss, ja.
Junge, was? Also wirklich, würde der nicht bei der AfD sein und so übelste Scheiße raushauen, ne? Wäre das echt, wäre das wirklich geil, ja? 50 Milliliter Wasser? Er wusste gar nicht, was er jetzt machen soll, aber da hat er gemerkt, ah, man macht lieber das immer mal. Es ist schwierig. Hier muss er lachen. Hier muss er lachen, Leute. Damit wir die richtige Menge erwischen. Geil. Und schütten das dann hier von dem Kaffeepott das Wasser einfach da rein. Das ist auch schon wieder fertig. Dann haben wir Tüte Nummer 3. Tüte Nummer 3 ist eine spezielle Gewürzmischung. Damit bekommt die Soße ihr spezielles Aroma. Damit es natürlich geschmacklich entsprechend geil auch gib ihm, Gunnar, gib gut ihm ist. Dazu öffnen wir Tüte Nummer 3. Ihr seht das, hier ist dieses schöne Gewürzpulver drin. Also denkt dran, Gewürze für den Kochtopf, nicht für was anderes. Schütten das hier rein. Das sieht jetzt erstmal so aus. Das ist natürlich nicht so schön, wisst ihr ja. Aber wir haben hier einen Kochlöffel. Und damit verrühren wir das Ganze jetzt etwas. Schön rühren. Ach Mann, ey. Dass diese Kräutermischung mit dem Tomatenmark und mit dem Wasser eine Einheit geben. Das muss eine harmonische Einheit geben. Also das Ding ist, ich denke, das schmeckt nicht mal scheiße, weil Miraculi, da kannst du ja auch nicht so viel falsch machen. Ich habe das persönlich, ich habe das Real Talk noch nie gemacht. Das hat mein Bruder früher immer mal gemacht, wenn er irgendwie auch Essen für uns beide mitgemacht hat. Aber damals habe ich nie weiter gekocht. So, da war ich war auch jünger halt. Ich bin ja 3,5 Jahre jünger als er gewesen. Und keine Ahnung, als ich so 11 war und er war 14 oder 15, hat er manchmal Miraculi gemacht. Das hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Deswegen kann ich jetzt dazu nicht viel Negatives sagen. Aber man kann halt auch einfach eine geile Tomatensauce selber herstellen und Spaghettis nicht brechen, damit es dann auch gut schmeckt, ne? Ja, schon Foxy, guck, was du wieder die Hälfte verpasst. Eigentlich traurig, aber wir machen hier gerade feinste Spaghettis und der hat die Spaghetti gebrochen. Das macht man halt einfach nicht. Gunnar kann alles eklig schmecken lassen, das stimmt allerdings. Weil da muss ja hier für unsere Gourmet-Küche auch schmecken, ne? Dann, ja, schon mal schlabbert man auch ein bisschen. Das kann passieren. Machen wir am besten direkt weg, was hier geschlabbert ist. Dann gibt es auch keinen Ärger mit der Frau, wenn die nach Hause kommt. Ja, aber was? Guck mal, seht ihr die Flecken hier unten? Da gibt's doch Ärger mit der Frau, wenn man die Flecken hier sieht. Hier gibt's Ärger. Was ist auch, was ist das? Ich frage mich, wirklich. Ich frage mich. Hier sieht's, bei ihm sieht's wirklich, also mittlerweile finde ich es noch schlimmer als davor. Das geht, also wirklich, das geht auf keine Kuhhaut, was wir hier sehen müssen. Kommt, stellen wir diesen Topf mit dieser leckeren Soße auch auf die Kochplatte. Und erhitzen das vorsichtig auf kleiner Stufe. Ja, und jetzt sind die Nudeln inzwischen fertig. Hey, Berliner! Dankeschön für die 2 Euro, Bruder. Junge, Ehrenmann, ja? Ehrenmann. Berliner spendet 2 Euro. Hier etwas Trinkgeld für Miracoli Spaghetti als morgiges Mittagessen. Lul. Hey, Dankeschön, ja? Gut, ich weiß gar nicht, wie viel kostet Miracoli. Weiß jemand, wie viel Miracoli kostet? Kann mir jemand irgendeine Info geben, dann muss ich nochmal morgen fix ins Kaufland oder so. Ja, nochmal Miraculi holen. Dann läuft das. Aber 20 Euro kriegst du wahrscheinlich noch Blattgold dazu. Ich danke dir vielmals für die 2 Euro. 3 bis 4 Euro, ich glaube 1,89. Miraculi Kaufland. 1,59? Alter, hier gibt's Miraculi Spaghetti Tomatensauce, 18er Pack für 53 Euro. Einen 18er Pack. Ja, aber da macht's keinen Sinn, dass das einzelne. Das ist bei Netto Online-Shop kostet das so viel. Ja, gut, wegen Versand und sowas musst du ja mitbezahlen. Hm? Ja, ja, ist schon heftig. 0 Euro, alles für Miraculi habe ich zu Hause. Wichtig. 2,99, scheiße, ey. Nee, ist dann doch zu teuer, Leute. Das wir nehmen unser altbewährtes Sieb. Das macht sich bezahlt, wenn man einmal Qualität kauft, seit 35 Jahren VEB Plastisieb, das hält. Das hält auch in der heutigen Zeit noch. Und dann nehmen wir unsere Nudeln von der Kochstelle, mit einem Tuch natürlich, damit wir uns nicht die Finger verbrennen und dann ganz vorsichtig. Gut, dass er es nicht drauf hat. Gut, dass er einfach diesen wichtigen Prozess nicht drauf hat und jetzt wissen wir einfach nicht, wie wir das abgießen sollen. Das ist doch scheiße. Gießen wir die Nudeln inklusive dem Wasser
über der Kochstelle ab. Ist denn dann original, lassen Bruder? Das ein wenig abtropfen, weil sonst tropft der Boden voll. Das wollen wir ja nicht. Das möchten wir vermeiden. Dann nehmen wir unseren Teller und voilà! Wir haben die Nudeln auf dem Teller. Hä, da ist der aber nicht so viel, ist nur ein Teller einfach. Also Real Talk, ich esse immer mehr als ein Teller, was Nudeln so und so angeht. Ja, ich habe vorhin auch Nudeln gegessen. Zwei Teller sind eigentlich schon drin, ne? Er hat einfach ein Glasteller, ne? Er ist einfach der Krasse. Ja, er ist einfach der Krasse. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Wir wollen ja nicht nur die Nudeln haben. Darum geht es weiter zu Topf Nummer 2. Ja. Und haben hier unsere wunderbare Kräutersoße fertig. Und diese Kräutersoße kommt jetzt über die Nudeln. Ja. Einfach da drüber. Alter, der Kameramann ist krass. Was er uns hier zeigt, wirklich ein, also ist heftig. Ein Bauch, ein feiner Bauch, ja. Hier müssen wir das Ganze mal ein bisschen zurückziehen, dass das auch vernünftig aussieht, ne? Das ist schon richtig. Dann, ich gebe Ihnen mal einen Tipp noch ein bisschen. Haben Sie ja den Topf hier, das ist ja alles so klebrig und das wollen wir nicht. Also tun wir hier ein bisschen Wasser in den Topf rein. Ja, dann nehmen wir hier die Flasche hier mit dem Spüli, einen kleinen Klecks Spüli rein in das kalte Wasser und stellen das so auf den Herd. Dann lässt sich der Topf nachher nämlich wunderbar einfach abspülen. Ja, und ihr wisst, das Auge ist mit, liebe Freunde. Er ist so schlau. Junge, das ist so, also der ist so schlau, dass er auch einfach mit dem Wissen, ja, trotz dass er dieses Wissen verfügt, er ja bei der AfD ist, das macht mich halt ein bisschen traurig. Der hat eigentlich so ein großes Wissen, ja, also so, die Fundamente setzt er auf jeden Fall, das kann er auch. Aber dass er dann bei der AfD ist, das zeigt mir einfach wieder, so, dass er auf der anderen Seite halt auch wieder gar kein Wissen hat. Das ist ein bisschen schade, ja. Den Tipp fand ich hilfreich. Na klar, der ist schlau einfach. Ja, also, aber dann einfach schade so, dass er es dann wieder mit seiner Politik dann so ins Negative zieht. Ne? Das Auge ist mit. Darum wieder unser biologisch angebautes Schnittlauch. Wir nehmen eine kleine Prise. Verstreuen das ganz zart. Das ist viel zu viel. Ja, guck, lass das mal an, der muss das doch noch umrühren. Wenn er das umrührt, haut es die ganze Tomatensauce raus. Ich werde jetzt nicht. Ey, hoffentlich macht er hier noch einen feinen Wein rein oder so. Alter, hat er hier Wein aus dem Tetrapack? Direkt durch, weil fühle. Und mal, ist das ein Wein aus dem Tetrapack? Bitte nicht, Leute. Gerade als gehobener Politiker sollte man auch einen gewissen Lifestyle haben. Aber doch nicht aus dem Tetrapack, liebe Freunde. Das macht vielleicht die Jugend, ja? Oder wo du mal sagst, hier mal ein Sangria, den kann man schon mal aus dem Tetrapack trinken, aber hier, also ich bitte dich. Bitte, Sigurd. Spaghetti mit Soße. Und wir können ja nicht einfach trocken essen, immer nur, ihr wisst ja, wir wollen auch was trinken. Ja, darum nehmen wir diesen hochwertigen Qualitätswein aus deutschem Anbau. Also das ist jetzt, also jetzt wird's respektlos, Leute. Jetzt wird's respektlos. Ja, also wir haben hier keine Kosten und Mühen gespart. Schon, ja. Wir wollen ja was Gescheites Scheiße. Haben. Gießen das in unser Glas, was nicht so ganz einfach geht. Spaghetti mit Tomatensoße. Mit original deutschen Rotwein. Zum Wohle, liebe Freunde. Ist das wieder köstlich. Das ist doch ein Genuss. Und denkt dran, schaltet nächste Woche Freitag. Weil man weiß bei ihm bei dem Essen auch nie, ob das schmeckt. Weil er zeigt nie, ob das schmeckt. Wenn er isst es ja nicht. Er sagt einfach nur, lecker, das ist mein feines Essen, lecker. Aber der hat noch nicht mal gekostet und probiert, ob überhaupt das, was er da gekocht hat, überhaupt schmeckt. So, das macht es für mich wieder ein bisschen unseriös, was er hier so kreiert. Meint er das ernst? Nein, Leute. Also der trollt halt offensichtlich, aber es ist halt, die Kochshow ist halt so an und für sich gut zum,
Zum Amüsieren einfach, ja. Da wieder 14 Uhr ein zu einer neuen Folge von Jonas Kochshow. Jeden Freitag 14 Uhr auf YouTube, bald mehr Infos und Rezepte im Download. Nein. Hör auf. www.weitre-go. Wehe, da ist jetzt irgendeine AfD-Werbung. Dann rege ich mich auf. Dann rege ich mich auf, wenn hier eine AfD-Werbung drin ist. Er hat wirklich eine... Oh mein Gott. Der hat wirklich eine Seite. Gut aufgehoben sein. Warte, was? Wenn der Alltag an deinen Kräften zehrt, ist es nicht immer einfach, an dich selbst zu denken. Ich bin für dich da, um dir Schritt für Schritt wieder zum... Warte, um dir Schritt für Schritt wieder zum Gleichgewicht zu verhelfen. Nimm dir Zeit und finde heraus, wie ich dich unterstützen kann. Meine Vision, wenn du... Junge, diese Bilder im Hintergrund, niemals, Leute, niemals, okay? Wenn du an das glaubst, was du tust, kannst du Großes erreichen. Das ist der Grund, warum ich dir bei der Erreichung deines Ziels helfen möchte. Meine Kunden, ich bin erfahren, verlässlich, sowie jederzeit auf gute Ergebnisse fokussiert. Okay, bla bla. Okay. Schau dich in meiner Galerie um und bekomme ein Gefühl für meine Werke und was meine Kunden daran so fasziniert, für einen Kunden einfach. Wenn du nicht findest, was du suchst, melde dich, ich helfe dir gern weiter. Über mich. Ich bin Experte auf meinem Gebiet, aber ohne mein Team wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich liebe es, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten und mit meiner Leidenschaft und Kompetenz meine Ziele zu verwirklichen. Junge, das kann er doch nicht ernst meinen. Ey, das kann er doch nicht ernst meinen, Leute. Was ist denn hier los? Weil die Seite sieht wirklich nicht mal scheiße aus. Ja? Der hat einfach die Standardtexte gelassen, das stimmt. Was ich kann, wir alle haben unsere Stärken. Ich habe meine perfektioniert, damit du dich auf deine konzentrieren kannst. Kontaktiere mich und wir finden zusammen heraus, wie ich dir am besten helfen kann. Matrikuner, du bist neugierig darauf, wer ich bin und was ich tue. Der beste Weg, mich kennenzulernen, ist ein Blick in meine Galerie. Denn wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Besuche meine Galerie und du bekommst einen Eindruck von meinen Arbeiten und dem Stil, der meine Bilder ausmacht. Wenn du nicht das findest, was du suchst oder du eine Frage zu meinen Arbeiten hast, kannst du mich gerne kontaktieren. So, seine Galerie. So, wir gucken mal seine Galerie an. Okay, das ist seine Galerie. Ja, los geht's. Ja, überzeugt mich. Oha, ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist niemals Gunnar. Das ist eher Bildbearbeitung hier. Guckt euch das mal an. Hier hätte man ja wenigstens noch diesen Schatten wegretuschieren können. Das ist feinste Bildbearbeitung, Leute. Okay, das ist, sieht aber gut aus. Das ist eine... Ui, Memo, das sieht aber wirklich nicht schlecht aus, Mensch. Halleluja. Oha. Hey, das ist ja nicht mal scheiße. Okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Gunnar sein soll. Ist das wirklich, hat das wirklich Gunnar gemacht? Feiner Cocktail? Also, mein lieber Schwan, das sieht wirklich gut aus. Meine Leistungen. Möchtest du mehr über meine Arbeit erfahren? Ich glaube an das, was ich tue und möchte dir bei dem unterstützen, was du brauchst. Ja, hier. Metrikuner. Achso, das hat man schon gelesen. Kontakt, können wir kontaktieren ihn. Ja, wirklich in Kontakt und so. Das kannst du keinem erzählen, Leute. Das sieht sehr nach Stockfoto aus. Denkt ihr, das sind Stockfotos? Junge, stellt euch vor, das sind einfach Stock... Warte ganz kurz. Warte, kann man die hier so hin und her... Nee. Wir machen es folgendermaßen, Leute. Alter, wenn das Stockfotos sind, dann bin ich aber sehr enttäuscht von Gunnar. So, ich speichere mal kurz das Foto. Dann muss ich mal auf Google Bilder gehen. Ja. Okay, hier ist nichts Tosswürdiges. Alles entspannt. Okay. Jetzt muss ich das öffnen. Und jetzt ziehe ich das Bild hier rein. Ja. Alter, wenn jetzt das gleiche Bild hier nochmal kommt, ne? Dann bin ich keine anderen Größen für dieses Bild gefunden. Okay, ist in Ordnung. Nicht mal ähnliche Bilder. Okay, dann ist es kein Stockfoto, Leute. Scheinbar ist es kein Stockfoto. Das Bild gibt es scheinbar wirklich nur einmal. Nee, das Bild gibt es mehr. Ey, Gunnar, das gibt es schon bei Tasty Basics. Oder bei Do It Yourself. Oder bei Lux Do It Yourself. Das hat nicht Gunnar gemacht. Das ist nicht sein Essen hier, Leute. Wir haben Gunnar einfach exposed, Leute.
Wir haben Gunnar gerade eben exposed. Hier im Supermarkt an der Kasse. Genau das gleiche Bild. Und das hier war schon 2020. Das hier war schon 2020 bei Tasty Basic. Alter, der hat einfach die Bilder geklaut. Weißt du, wir alle denken hier... Ja, alle ablehnen hier. Guckt euch das Bild an. Das ist genau das Bild. Hier mit den... Nein, nein. Also jetzt wird's. Die Wahrheit über Gunnar Lindemann. Ja, Mann. Wir machen einfach eine Wahrheit über Gunnar Lindemann. Ey, Gunnar, du hast alles geklaut, Junge. Junge, ja, wir haben... Junge, wir haben alle... Wirklich, wir haben alle Gunnar vertraut zu. Und jetzt guckt euch das an, was hier passiert ist. Wir wurden einfach enttäuscht. Gunnar Abi, was hast du getan, Bruder? Was hast du getan? Du hast einfach die Bilder geklaut. Das sind einfach nicht deine Bilder. Ich dachte gerade wirklich so, ey, nicht schlecht, aber dann wurde ich einfach mies enttäuscht. Dankeschön. Mach wirklich ein Video zu ihm. Ich habe schon mal was mit zu ihm gemacht, ja. Gunnar ist ein Scammer. Scheiße, ey. Fuck, Alter. Gunnar ist ein fucking Scammer geworden. Okay. Da wirst du bekloppt. Der Meister zaubert immer wieder eine handfeste kulinarische Überraschung aus dem Hut. Er versteht es zudem, hochkomplexe Zubereitungsschritte für jedermann verständlich zu präsentieren. High-End. Gunnar, der Jamie Oliver aus Marzahn, hat sein Geheimnis preisgegeben. Schnittlauch auf diese zauberhafte Soße. Hammer. Ich verfolge Metric Gunnar nun seit Wochen und mein Entschluss steht fest. Alle Kochbücher werde ich entsorgen. Danke, Gunnar. Ja, er hat es ja wirklich geschafft, ja. Gunnar macht 10 Minuten Nudeln in nur 5 Minuten. Der wird selbst Chuck Norris neidisch.